Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Wir sind jetzt hier mit der nächsten Mission beschäftigt. Wohin? Wo uns die Templer-Sache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht? Wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Nutzen Sie die Animus-Reisegeschwindigkeit, um große Entfernungen schneller zu überbrücken. Okay, heißt also schnelles Reisesystem. Können wir ja schon. Oh! Wir dürfen wieder segeln. Das wird ja cool. Wir haben nur eine Spur. Oho! Boah, es ist ja groß. Alter Schäde. Alles klar. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Ebensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Kühle Brise hier. Und ich meine damit wirklich kühl. Eiskalt passt wohl eher noch. Ah, wir sind gleich da. Andocken. Und auf geht's zu unserer Mission. Mission starten. Vertraut mir, diese Ummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmen die Rosmus doch nur, dass die Templer die Fälle ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonie? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Ah, da müssen wir hin, okay. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Die
Das Fernrohr ist Ihr wichtigstes Hilfsmittel auf See. Blicken Sie auf ein Schiff, um zu sehen, wie stark es ist und welche Fracht es geladen hat. Blicken Sie auf einen Ort, um alle dort verfügbaren Elemente zu sehen. Halten Sie den Steuerkreuz nach oben, es zu benutzen. Bewegen Sie rechts, um sich umzusehen. Und benutzen Sie RT und LT, um näher heran und weiter wegzuzoomen. Alles klar. Hat es ja gut geladen. Werf doch einen Blick durch das Fernrohr und seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Bevor die Crew weiß, was los ist. Na komm. Macht das sich etwa vom Acker oder was? Nein. Erlegt. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder nahe heranziehen und B halten, um es zu entern und zu versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern, es beschießen und versenken und die Hälfte der Fracht zu erbeuten. Ich will natürlich voll. Wo sind wir denn? Enton! Los, Leute! Kein Geschütz hier. Schade. Da war immer eins. Im Black Flag. Schöner Wurf. Im Eismeer hier. Ja. Nein, ja, fast ein Unity, der da hinten. Aber bisher habe ich keine größeren Fehler bemerkt. Macht Laune bisher. Komm schon, zieht euch ran, Jungs. Wir kapern das Ding. So. Da bin ich auch schon. Nummer 1. Zack, zack. Es muss leider sein. Einer noch. Wir haben sie. Zehn Holz, 30 Metall, brennendes Öl, Besatzungsmitglieder. Da muss ich eigentlich nicht viel reparieren. Feindschiff ausschlachten. Die Kosti ist drauf, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Lass mal sehen. Ja, da oben. Einmal drehen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Unser Kampf übersteigt politische Grenzen, Shay. Anticosti ist nicht mehr fern. Haltet uns auf Kurs, Captain. Mach ich doch. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Hi, der See- und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht die Abwehr ja mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Hoppala. Andocken. Los. Es fährt wie von Geisterhand ran.
zum Hafenmeister. Da haben wir ihn auch schon. Schiffsverbesserung. Sie können Ihr Schiff beim Hafenmeister aufrüsten. Sie brauchen Rohstoffe, die Sie sich durch verschiedene Aktivitäten beschaffen können. Schiffe entern, Nachschublager plündern, Außenposten plündern, Siedlungen einnehmen. Alles klar. Was darf es denn heute sein? Auch ein bisschen was für Schiffe, ganz toll. Mit diesem Rumpf erhöht sich der Schadenswiderstand der Marine ein wenig. 9 Federseite. 9 Breitseitenkanonen auf jeder Seite des Schiffs. Ich würde sagen, das hier. Und das hier. Bisschen was für die Verteidigung, bisschen was für den Angriff. Stärke der Rundkugeln ist auch gut. Alles gar nicht mehr so schlecht. Aussehen kann ich noch nicht. Geht gar nichts bisher. Okay. Das hier werden wir über die Zeit hinweg noch richtig hochtunen, würde ich sagen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Doch, gerne doch. Wo müssen wir denn hinsegeln? Da hinten. Alles klar. Ab ans Steuerruder. Was ist da hinten denn los? Da brennt's doch. Das Meer von hier bis an die Kosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Das hätten wir geschafft, Jake. Frachtgut von einem Wrack, Captain. Hier gibt's ganz viel Frachtgut. Bisschen einsammeln. Da kommen die Fischer von per se. Ach, die Fischer interessieren mich nicht so sehr. Überlebende. Gegenstände. Das ist schön. Ah, okay, ich verstehe. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Sie glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Die Feiglinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Antikosti. Hier kommen sie! Ja. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Bewegung, Bewegung! Erwarten Befehle, Sir! Zack. Nein, Hammer. Da haben wir rechts einen. Drauf. Komm schon. Hammer. Weiter. Die denken, sie können sich anlegen mit den Fischern. Das können sie. Aber mit uns sicherlich nicht. Immer auf die Kleinen, hm? Hey, hey, hey. Stürmisch. Hab ich dich. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Oh, ein bisschen das Einsammeln. Ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Und noch ein bisschen was. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch? Da hat er recht. Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird doch zahlen. Stürmisch wieder. Das Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Festmacht und zwar ordentlich. Wir segeln ran. Der Wind verheißt Ärger, Captain. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Geht voran, Shay. Wir treffen euch am Vor. Okay. Dann gehe ich mal voran.
Oh, ins kalte Eiswasser. Eiskaltes Wasser fügt ihnen mit der Zeit Schaden zu, also bleiben sie nicht zu lange im Meer. Finde ich cool. Kalte Gegend. Hey, hey, hey. Mit dem Spion reden. Nun, Louis. Wie läuft der Wetter? Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Mission abgeschlossen. Ja, 100%. Sehr schön. Hat mir gefallen. 5 Sterne. Und fortsetzen. Sind wir hier jetzt in der kalten Gegend angekommen? Wo haben wir denn die nächste Mission? Oh, hier gibt es einen Außenposten. Beziehungsweise, nein, einen Aussichtspunkt. So ist richtig. Nur wird er einigermaßen gut bewacht. Aufgepasst, ich komme. Achtung. Hallo. So, und hier war jetzt ein ganz kleiner Schnitt drin, weil mein Telefon geklingelt hat. Nervige Scheiße. Genauso wie der hier nervig ist. Alter, den kann ich nicht angreifen. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Oh, da üben haben wir was. Hallo. Shit. Ich war nicht schnell genug. Verdammt. Sowas ärgert mich aber auch. Na komm. Ach. Unglaublich. Das schafft er nicht. Na dann eben hier. Hepp. Hepp. Hopp. Und auf geht's nach oben. Da kann man nicht hoch. So ein Mist. Komme ich da üben entlang? Nein. Wieder zurück. Mal schauen, wie komme ich denn am besten rein? Hier sieht's doch ganz gut aus. Ja, hier geht's. Aussichtspunkt ist da oben. Komm! Ah, oh, die Mauer noch hoch. Synchronisieren. Hoppala, das war jetzt ein Versehen. Ab nach unten. In den Schneehaufen. Kalte Gegend hier. Na? Hier schaffe ich es nicht durch. Na schön. Daneben, außen herum. So. Der Außenposten ist entdeckt. Und unsere Mission ist... Ja, wo ist sie denn? Da ist unsere Mission.
Nach Nordamerika. Ich würde sagen, Nordamerika schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ciao.